Der Wechsel von Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon zum französischen Fußballmeister Paris Saint-Germain scheint nahezu perfekt zu sein. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, traf Buffon am Freitagmittag im amerikanischen Krankenhaus in Neu-Elysur seine zum Medizincheck ein. Danach besuchte der Italiener in Begleitung seines Arztes die Räumlichkeiten des Clubs von Neutrainer Thomas Tuchel. Buffon, inzwischen 40 Jahre alt, soll bei dem dank katarischen Geldgebern schwerreichen Club einen Zweijahresvertrag erhalten und am Montag vorgestellt werden. Im Juni war sein Vertrag beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin ausgelaufen. Für Juve war Buffon 17 Jahre aktiv gewesen und zur Vereinslegende geworden. Die Verpflichtung des Weltmeisters von 2006 dürfte das Ende des Paris-Abenteuers von Nationaltorwart Kevin Trapp bedeuten, der schon in der vergangenen Saison nur Ersatzkeeper gewesen war. Stammtorwart Alphonse Areola dürfte sich ebenfalls künftig auf Bank wiederfinden.